In Nordirland erinnern immer noch zahlreiche Wandgemälde an den jahrzehntelangen blutigen Bürgerkrieg. Genau heute vor 25 Jahren beendete das sogenannte Karfreitagsabkommen die Phase der massiven Gewalt. Es löste aber nicht die tief verwurzelten Spannungen zwischen den katholischen Befürwortern einer Vereinigung mit der Republik Irland sowie den protestantischen Anhängern der Union mit Großbritannien. Anschläge, Straßenschlachten, Massaker wie am Blutsonntag 1972, als das britische Militär unbewaffnete Zivilisten tötet. 30 Jahre dauert der Konflikt zwischen pro-irischen und pro-britischen Militärs. Die Kämpfe kosten etwa 3.500 Menschen das Leben. Geheimtreffen und monatelange Verhandlungen führen zu einem Waffenstillstand und dann auch zu einem Friedensabkommen. Auch dank des Drucks von Tony Blair. Das Karfreitagsabkommen wurde möglich, weil es eine neue Stimmungslage gab. Die Leute haben gemerkt, entweder erschöpfen wir uns gegenseitig mit Gewalt oder wir versuchen, Frieden zu schließen. Bis heute hält der Frieden. Wie hier in Belfast trennt aber noch immer eine Mauer manch pro-irische und pro-britische Gemeinde. Splittergruppen wie die neue IRA, die jegliche Abkommen ablehnen, verüben noch seltene Anschläge, zuletzt vor wenigen Wochen auf einen Polizisten. Perfekt ist das Karfreitagsabkommen nicht. Beide ehemals verfeindeten Lager sollen laut Vertrag gemeinsam die Regierung stellen. Wie gerade klappt das nicht immer. Die Regierung hat seit dem Karfreitagsabkommen zu 40% nicht funktioniert. Sie ist regelmäßig kollabiert. Immer aufgrund der Spannungen zwischen den Lagern. Vor allem die junge Generation drängt auf eine Überwindung der alten Denke. Der Bürgerkrieg ist vorbei, die Versöhnung aber steht auch 25 Jahre nach dem Abkommen noch aus.